Hallo liebe Coin Analyst, Signal User, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr unsere Signale richtig anwenden könnt. Dafür wechseln wir mal in unseren Telegram Signal Channel und wir sehen hier, dass heute um 16.01 Uhr ein solches Signal gepostet wurde. Wir sehen hier oben Long BTC USDT, das bedeutet für uns, dass wir das Kryptowährungspaar Bitcoin Tether kaufen müssen. Long steht für kaufen, Short für verkaufen, heißt wir wechseln hier in unsere Exchange. Gucken, dass unten das Feld Handel angeklickt wird und alle Instrumente. Und dann gehen wir auf BTC USDT und klicken auf Kaufen. Jetzt müssen wir mehrere weitere Einstellungen eingeben. Wir müssen darauf achten, dass unser Entry Point gerade passt. Das heißt, wenn im Signal steht 8000 bis 8041, dann sehen wir hier oben einen Chart und im grauen sich bewegenden Bereich steht dann, wo der Preis sich aktuell befindet. Und es ist aktuell bei 8000, zwischen 8041, heißt, wir können einsteigen. Hier geben wir den Betrag für die Investition ein. Wir empfehlen dabei, maximal 5% des Gesamtkapitals zu riskieren. Das bedeutet, bei einem 200-Dollar-Konto würde man 10 Dollar riskieren, maximal. Hier geben wir unseren Hebel oder auch Multiplikator ein. Was genau das ist, könnt ihr in unserem FAQ auf unserer Website nachlesen. Der ist bei uns auf 30 festgelegt, bei allen Signalen. Manchmal ist er etwas niedriger, übernimmt hierbei einfach den Multiplikator, also die Leverage aus unserem Signal. Und die ist, wie gesagt, aktuell bei 30. Dann geben wir unseren Take Profit ein. Ein Take Profit ist eine Preismarke, die wir einstellen. Und wenn der Preis diese Marke erreicht, wird der Trade automatisch im Plus geschlossen. Wir geben immer 5 verschiedene Preismarken an. Dabei werden die ersten 3 mit größter Wahrscheinlichkeit getroffen. Ich bevorzuge immer den zweiten, heißt in diesem Falle 8070. Ich klicke hier auf Take Profit, aktiviere unseren Take Profit und gebe Preis ein. Also wir müssen auch sicherstellen, dass hier oben nicht Betrag, sondern Preis steht. Und dann gebe ich hier unseren Take-Profit-Preis ein, also in diesem Falle, wie gesagt, nehme ich immer den zweiten, es ist 8070. Dann klicken wir hier auf Stop-Loss und geben auch hier unser Stop-Loss ein. Das Stop-Loss ist das Gegenteil vom Take-Profit, könnte man sagen. Das heißt, wenn der Preis unser Stop-Loss erreicht, dann wird die Position im Verlust automatisch geschlossen. Das wird benutzt, um die Risiken, um sein Risiko abzusichern. Das heißt, wir wissen vornherein, wie viel wir pro Trade maximal verlieren werden. Und das wissen wir schon spätestens dann, wenn wir unsere Positionsgröße eintippen. Genau. Unser Stop-Loss ist bei 7950. Heißt, ich gebe hier 7950 ein. Moment, so 7950 und klicke auf Erledigt. Und dann auf Speichern. Wir müssen sicherstellen, dass die Funktion automatische Erhöhung deaktiviert ist. Das würde nämlich dann automatisch eure Positionsgröße erhöhen und das entspricht nicht unserem Risikomanagement. Und wenn das getan ist, klicken wir auf Kauf bestätigen. Und somit haben wir dieses Signal eben ausgeführt. Das wird uns hier unten, also hier in der unteren Leiste, wenn wir auf Trades klicken, wird es uns bei unseren aktiven Trades angezeigt. Wenn wir auf geschlossen klicken, dann sehen wir hier unsere geschlossenen Trades. Man sieht, dass hier mit einem Trade 1,52 $ oder 1,52 $ gewirtschaftet wurde. Was genau der Tether ist, steht ebenfalls auf unserer Homepage im FAQ-Bereich.